In diesem Video erfährst du, warum die meisten Bunnyhop-Tutorials auf YouTube nicht helfen, dass du den Bunnyhop wirklich lernst und warum viele eher abschreckend sind und dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Fahrer, die eigentlich eine Bunnyhop-Technik für Trails und so weiter lernen könnten, den Bunnyhop gar nicht erst richtig angehen und dadurch ihn auch leider nicht lernen können. Natürlich habe ich auch eine Lösung für euch parat. Viel Spaß mit dem Video. Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von Ride First. Und heute habe ich ein Videothema, das mir so sehr am Herzen liegt. Und ihr kennt es schon, aber weil ich es jetzt nochmal auf Englisch gemacht habe, möchte ich es auch nochmal auf Deutsch bringen und vielleicht den Punkt einfach noch ein bisschen mehr hervorheben. Also, es geht wieder um den Bunnyhop. Es ist jetzt kein klassisches Tutorial, sondern es geht darum, nochmal zu gucken, braucht man Bunnyhops wirklich? Was machen denn die Coaches oder die Profifahrer in den Videos vor, wenn sie Bunnyhops erklären und zeigen? Und was ist da quasi die Inspiration für euch, das zu lernen? Und wo liegt denn da der Grund, dass die meisten Leute, die ich kenne und auch übrigens einige Coaches und sehr fortgeschrittene Fahrer, diesen Bunnyhop, der oft gezeigt wird, gar nicht beherrschen? Ich habe letztens wieder ein neues Bunnyhop-Tutorial gesehen, weil ich gucke mir eigentlich immer alles auf Englisch, auf Deutsch an, und Bunnyhop-Tutorials gibt es eigentlich relativ häufig, immer wieder neue, und es gibt immer was Interessantes dabei, auch für mich als Trainer. Aber oft denke ich auch, da ist schon wieder genau dieser Punkt, diese Kritik, die ich da habe an den Bunnyhop-Tutorials, wie der optimale Bunnyhop aussieht, der richtige Bunnyhop und warum dieser so empfehlenswert ist. Aber das war dann genau das, was ich halt auch schon so häufig bei anderen beobachtet habe. Und zwar wird da ein sehr, sehr hoher Bunnyhop gezeigt, den man zum Beispiel bei Bunnyhop-Contest oder von Trailfahrern, Ex-Profi-Fahrern sieht. Und der hat eine sehr komplette Bewegung und da geht es wirklich um richtig hohe Höhen. Und für uns Normalsterbliche, normale Mountainbiker, auch die Fortgeschrittenen, ist das häufig ein bisschen zu viel des Guten und ich denke mal, sehr viele schreckt das ab. Also dieser sehr hohe Bunnyhop, wie man ihn halt von Profifahrern Danny McAskill, Fabio Wippmer, dann auch auf einem normalen Mountainbike immer sehr schön demonstriert sieht, ist etwas komplexer und ihr kennt jetzt die Bewegung, sie wird halt häufig demonstriert, dass halt, nachdem das Vorderrad sehr, sehr hoch gekommen ist und man dann abspringt, dass dann das Rad auch noch nach vorne geschoben wird in der Luft, das Hinterrad wird noch mitgezogen, das lässt man dann schön hochkommen. Und man hat viel Airtime und beide Räder landen gleichzeitig. Und wie gesagt, das ist so ein perfekter, vorgemachter Bunnyhop, wie man ihn halt von Profifahrern kennt und mit dem man wirklich auch den dicksten Baumstamm, der nach dem Sturm da liegt, überwinden könnte. Sieht dann auch folgendermaßen so aus. Fan davon, den Trailhop zu promoten. Der wird in dem Video so ein bisschen negativ der Bunnyflop genannt und wird gesagt, vielleicht ist das ein bisschen gefährlich, wenn das Vorderrad zuerst landet. Aber das ist so quasi eigentlich, wenn man den sauber demonstriert, was in dem Video leider auch nicht so war, dann ist das eine sehr praktische Bunnyhop-Technik. Auch sehr ähnlich ist wie die andere Bunnyhop-Technik. Man kriegt auch gute Höhen hin, aber der letzte Part ist entweder nicht so sehr ausgeprägt oder nicht existent, wo das Rad bei dem hohen Bunnyhop so nach vorne gezogen, gepusht wird. Und genau, das braucht man dann gar nicht, wenn man normale Hindernisse im Wald hat oder die anderen Einsatzbereiche vom Bunnyhop. Der sieht dann folgendermaßen aus. Und jetzt kommt der Punkt. Meine These ist, dieser ganz krasse hohe Bunnyhop, der in fast allen Tutorials präsentiert wird, den brauchst du nicht. Den brauchst du auch nie, auch nicht als fortgeschrittener Fahrer. Und auch nicht als Fahrer, der technische Trails, Enduro-Trails, Bikepark und all das Zeug fährt.
eher, wenn du vielleicht Street-Trail fährst, Trail, urbane Sachen, Geschichten, dann gibt es wirklich praktische Einsatzgebiete für diesen ganz, ganz hohen Bunnyhop. Vor allem mit dieser kompletten Bewegung. Die natürlich, wenn man sie lernen will, auch gerade in jungen Jahren, sage ich ja, ist ja nichts Schlechtes. Aber für die meisten, die sowas sehen, die älter sind, die später angefangen haben, die ein E-Mountainbike fahren oder ein langes Bike, heute modernes Fahrrad, für die wirkt das unerreichbar und die merken auch beim Üben, wie soll ich denn das überhaupt hinkriegen. Und selbst wenn sie Kurse machen oder Coachings, fällt es schwer, weil es eine sehr komplexe Bewegung ist und wie gesagt, die wird nicht benötigt. Der normale Trailbunnyhop ist dafür sehr vielseitig einsetzbar und einfacher zu lernen. Jetzt könnt ihr sagen, okay Marc, wo ist der Beweis? Das ist eine steile These, sag an. Und natürlich habe ich ein bisschen geschaut, von meinen eigenen Erfahrungen weiß ich das. Ich fahre seit fast 25 Jahren und fahre auch diese ganzen Disziplinen, bin auch früher Street und alles gefahren und kann aus eigener Erfahrung sprechen, habe da auch schon Videos zu gemacht. Ja, mein erster Punkt als Beweis ist, ich habe ein sehr schönes Video gefunden von Neil Donoghue, der fürs Global Mountainbiking Network Tutorial-Videos immer wieder macht, ein ehemaliger Profifahrer auf höchstem Niveau. Und er hat ein Video, wann soll man Bunnyhoppen und wo setzt man Bunnyhops ein im Trail. Und all die Bunnyhops, die er in diesem Video zeigt, sind normale Trailhops. Wie gesagt, die kann man auch mit einer guten Höhe machen. Nicht diese Bunnyhop-Contest-Bunnyhops oder diese trailigen Bunnyhops, wie Danny McAskill sie macht, wo du noch mehr Höhe kriegst und die Bewegung noch komplexer wird. Und er landet meistens mit dem Vorderrad etwas zuerst. Eigentlich immer in dem Video. Das zeigt, auch als richtig guter Fahrer in Trails und so weiter braucht man nicht den ganz krassen hohen Bunnyhop. Bei extrem hohen Baumstämmen im Wald übrigens würde ich an eurer Stelle immer überlegen, also wenn die hüfthoch sind, keine Ahnung, auch ja, da könnte man diesen ganz krassen Trailbunnyhop vielleicht benutzen. Aber ich habe schon mal zweimal gesehen, wie erfahrene Trailrider bei so einem Baumstamm gestürzt sind, weil sie einfach auf der Tour das versucht haben, ein bisschen müde waren, dann doch hängen geblieben sind und auf dem Boden lagen. Der zweite Beweis ist, wir sollten uns mal die besten Fahrer der Welt angucken, Downhill-Rider, also Downhill-Fahrer. Und wir fokussieren uns mal auf das weibliche Fahrerfeld, weil bei den Männern sind halt viele dabei, die auch von klein auf schon auch verschiedene Disziplinen wie Street, Tricks und urbane Sachen oder auch Dirtjump und so weiter gefahren sind. Bei den Männern können viele auch dann auch den ganz hohen Bunnyhop. Bei den Frauen gucken wir uns mal die besten Downhill-Fahrerinnen der Welt an, also die Top 5, Top 10. Da kannst du mal zum ans Fahrerlager gehen bei einem World Cup und zu denen sagen, hey, zeig mir mal einen perfekten Bunnyhop, wie ein Trailrider, ehemaliger Profifahrer und manche Coaches ihn halt vormachen. Und diese Frauen fahren besser als wir alle, fahren die härtesten Strecken, die gleichen wie die Männer, mit den größten Sprüngen, mit den schwierigsten Passagen. Und die werden dir keinen perfekten Textbook-Trail-Bunnyhop vormachen können. Nicht, weil sie das überhaupt nicht könnten von ihrer Kraft, Power, Technik. Nein, die üben das auch nie, weil sie es nie brauchen. Deswegen können sie das nicht. Und ich bin schon mit Profifahrerinnen gefahren und habe das auch gesehen. Und das ist auch wieder ein Beweis, auf dem Fahren auf dem höchsten Niveau, in den schwierigsten Disziplinen, also wie gesagt, nicht jetzt Trail, aber halt Downhill und so weiter, die Topfahrer brauchen das nicht. Der dritte Beweis, warum das nicht nötig ist, den ganz, ganz hohen Trail-Bunnyhop mit der vollen Bewegung zu machen, ist in dem Video, auf das ich mich jetzt beziehe, weil es das letzte Bunnyhop-Video ist, was ich gesehen habe. Da sind zwei Trainer und der eine fährt schon länger und auch Downhill-Bikepark relativ früh angefangen und verschiedene Sportarten auch vorher schon gemacht.
mit einem guten Bewegungslernen. Und da sieht man dann von ihm das richtig schöne, hohe Bunnyhops, wie halt in der perfekten Form, wie ein Bunnyhop-Contest das benötigen würde. Der andere Coach, die andere Person, hat erst später angefangen. Und trotz des ganzen Jahren Trainings für den Bunnyhop ist diese Person nicht in der Lage, den Bunnyhop in der ganz hohen Form, wie er halt auch promotet wird, als der richtige Bunnyhop, den zu machen. Weil er ist eine komplexe Bewegung mit einem komplexen Timing. Und das zeigt ja, auch wenn Leute, die auf diesem Niveau fahren und auch oft Leute coachen, das nicht beherrschen. Es ist wirklich sehr schwer zu lernen, wenn man ein Erwachsener ist und auch ein großes Bike hat. Ja, und warum sollten dann Leute, also Leute mit weniger Erfahrung und die auch angefangen haben als Erwachsene, so viel Herzblut, Blut, Schweiß und Tränen da reinstecken, um das zu lernen, wenn man es nicht braucht, wie wir jetzt schon von anderen Beweisen wissen. Und wenn es so schwer zu lernen ist, dass selbst sehr versierte Fahrer, sehr, sehr gute Fahrer da Probleme mit haben. Und wie gesagt, ich kenne auch viele Fahrtechnik-Trainer und viele können dir keinen perfekten Bunnyhop im Teilstil wie Fabio Wippmer oder auch Danny McAskill zeigen. Genau, jetzt würde mich interessieren, ihr gehört ja wahrscheinlich zu dieser Zielgruppe von YouTube-Tutorials, also Erwachsene, die all das lernen wollen. Welchen Hop macht ihr? Vielleicht sogar noch den Standard-Hop, mit dem sich viele auch zufrieden geben, wo beide Räder gleichzeitig abheben, was man auch eine gute Technik ist. Aber wie gesagt, ein guter Trail-Hop wäre eigentlich schon für einen fortgeschrittenen Fahrer ein wichtiger Schritt. Oder sagt ihr, ich will doch den ganz hohen Bunnyhop wie mit dieser kompletten Technik, weil ich will richtig dicke Baumstämme überspringen. Was ist da so euer aktueller Stand? Was ist euer Ziel? Das interessiert mich mal total. Genau. Und dann würde ich sagen, meine Zusammenfassung ist, das, was ich in Tutorials oft vorgemacht habe, ist nicht zielführend, nicht realistisch für die allermeisten Fahrer. Deswegen macht es keinen Sinn, das unbedingt lernen zu wollen. Lieber dann den simpleren Trailhop lernen. Das wäre mein Tipp, meine Inspiration. Und ich habe euch ein Video gemacht, der einfachste Bunnyhop, verlinke ich unten. Da habt ihr das zusammengefasst und ich habe 8 Videolektionen, die auch hier gerade auf YouTube sind, wo ihr in einzelnen Schritten diesen Hop lernen könnt, den Trailhop. Right. Und wenn jemand sagt, ich will den ganz hohen Bunnyhop lernen, da habe ich auch Videos zu gemacht. Ja, ist auf jeden Fall auch möglich, aber man muss ja einen Fokus haben. Und es gibt so viele fortgeschrittene Techniken, die wichtig sind in Trails. Und das, was man nicht braucht und was ja trotzdem oft demonstriert wird, da sollte man nicht zu viel Zeit reinstecken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben jetzt noch ganz viel spannenden neuen Content in Englisch und Deutsch. Also gerne ein Abo dalassen, es geht voll los. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.